Zuschussbedarfs bei den Stadtbahnverkehren verringerte sich die Quote danach wieder bis auf 37% in 2011. Infolge der Begrenzung des Zuschussvolumens auf den genannten Festbetrag droht die Förderquote in 2012 auf unter 30% abzufallen, sodass die Aufgabenträgerfunktion des Kreises für den öffentlichen Personennahverkehr nur noch in sehr eingeschränktem Umfang wahrgenommen werden könnte. Um diese Funktion des Kreises wieder zu stärken und auch um den Gemeinden künftig wieder mehr Planungssicherheit zu geben, schlage ich Ihnen vor, zu dem vor 2004 praktizierten Verfahren einer festen Förderquote zurückzukehren. Hier soll stufenweise für 2012 eine Quote von 35 und für 2013 eine Quote von 40% zur Bezuschussung der Aufwandsdeckungsfehlbeträge im ÖPNV eingeführt werden. Mit gutem Ergebnis kann dieses Jahr übrigens die Vergabe des Linienbündels in seinem Süd an die Palatiner Bus GmbH abgeschlossen werden. Bei einem verbesserten Angebot im Linien- und Schülerverkehr ergibt sich dort künftig ein Preisvorteil für die kommunalen Haushalte der beteiligten Städte und Gemeinden von ca. 150.000 Euro pro Jahr. Als weiteres Linienbündel ist dieses Jahr die Vergabe des Bündels Schwetzingen-Hockenheim in Vorbereitung. Bei diesem Vergabeverfahren werden allerdings bereits die Einwirkungen und Auswirkungen der geänderten Einnahmeaufteilung in der URN GmbH wirksam, die künftig zu Mindereinnahmen bei den regionalen Busverkehren zugunsten der sehr erfolgreichen S-Bahn Rhein-Neckar führen werden. Nachdem mit dem Bündel Schwetzingen-Hockenheim bald alle Busverkehre im Rhein-Neckar-Kreis in einer ersten Runde im Wettbewerb vergeben sind, werden jetzt nach Ablauf der jetzigen Vergabefristen die neuen Konditionen aus der Einnahmeaufteilung auch bei allen anderen Bündeln wirksam werden. Zusammen mit der Veränderung aus der demografischen Entwicklung ergeben sich dadurch neue Rahmenbedingungen, sowohl für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Rhein-Neckar-Kreises als auch für den Umfang des künftig finanzierbaren Nahverkehrsangebotes. Mit der in diesem Jahr erfolgten Einweihung des erweiterten S-Bahnhofsmuseum Arena in Sinsheim können die neu elektrifizierten Strecken im Elsenz und im Schwarzbachtal nun uneingeschränkt auch den Stadionverkehr übernehmen. Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat des Weiteren in seiner letzten Sitzung die Voraussetzungen für den anstehenden Ausbau der gesamten S-Bahn-Stufe 2 geschaffen. Zusammen mit der ebenfalls vorliegenden Zustimmung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar wurden damit von der kommunalen Seite die notwendigen Zusagen für die Finanzierung und Umsetzung des Projektes erbracht. Da gleichzeitig die Förderfähigkeit nach GVFP trotz der zum Teil erheblichen Erhöhung der Ausbaukosten an den einzelnen Stationen nicht infrage gestellt ist, geht die kommunale Seite davon aus, dass auch Land und Bund zu ihren Finanzierungszusagen stehen und das Projekt wie geplant für den Vergabetermin des neuen S-Bahn-Betriebs im Dezember 2015 zeitgerecht umgesetzt werden kann. Weitere Baumaßnahmen für den zweigleisigen Ausbau an der Bergstraße und für verschiedene Haltepunkte an der NV-Stadtbahnstrecken liegen im Zeitplan. Der zweigleisige Ausbau der OEG-Strecke an der Bergstraße soll noch in diesem Jahr eingeweiht werden, was die betrieblichen Möglichkeiten erheblich erweitern wird. Die Finanzierung der genannten Projekte sich im Kreishaushalt 2012 Kostenanteile im Volumen von ca. 9,3 Millionen Euro vorgesehen, von denen 3,9 Millionen von den betroffenen Städten und Gemeinden übernommen werden. Einen weiteren Beitrag für die Umwelt wollen wir mit der Änderung in der Abfallentsorgung leisten. So schlagen wir Ihnen vor, flächendeckend eine gebührenfreie Biotonne als Bioenergietonne schon jetzt einzuführen. Benutzer der heutigen Biotonne werden so ab 2012 keine gesonderten Gebühren für diese Tonne mehr entrichten müssen. Die Benutzer, die bisher ihren Biomüll in den Restmüll gegeben haben, können die gebührenfreie Biotonne künftig nutzen, um damit ihr Restmüllaufkommen und somit auch ihr Gebührenaufkommen zu reduzieren. Schließlich führt die künftige Bioenergietonne auch dazu, dass wir gerade Laub- und Rasenschnitt damit erfassen können, um heute schon diesen Stoffstrom für eine künftige Biogasanlage zielgerichtet zu erfassen, wenn wir auch übergangsweise noch kompostieren werden.
dies zusammen, so würden wir bereits 2012 eine ganz besondere, eine sehr intelligente Form des Gebührensparens im Vorgriff auf die Ergebnisse der künftigen Jahre ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir auch Sperrmüllanlieferungen bei unseren Abfallanlagen gebührenfrei gestalten und ab 2012 die holzigen Anteile aus dem Grünschnitt kostenfrei annehmen. Damit schaffen wir das Bindeglied zur Hackschnitzelproduktion und zum Klimaschutz. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommunale Abfallwirtschaft schwierigen Zeiten entgegengeht. Auf der Ebene des Bundes läuft derzeit die Neufassung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes mit einer klaren Kampfansage der gewerblichen Abfallentsorger gegen die bisher bewährte kommunale Aufgabenerfüllung. Dabei geht es insbesondere darum, wer künftig Wertstoffe aus Abfällen erfasst und vermarktet und wem die Erlöse zukommen. Hier stehen sich einmal mehr die privaten Entsorgungsunternehmen, die damit ihre Bilanzen verbessern wollen, und die kommunale Abfallwirtschaft, die diese Verwertungserlöse ihren Benutzern, das heißt den Einwohnerinnen und Einwohnern, zugutekommen lassen will, gegenüber. Wie dieser Kampf ausgehen wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Gemeinsam mit der AVR habe ich die zuständigen Bundes- und Landesminister sowie unsere Bundestagsabgeordneten im Rhein-Neckar-Kreis sensibilisiert und ich hoffe auch mobilisiert, den Vorstellungen der Bundesregierung in diesem Bereich nicht zu folgen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die AVR hat in einem Ausschreibungsverfahren die künftige Verbrennung von Restmüll ab dem Jahr 2013 ausgeschrieben und mit einem für den Kreis guten Ergebnis abgeschlossen. Ab 2013 werden die Abfälle wie bisher bei der MVV in Mannheim verbrannt und zwar zu deutlich günstigeren Preisen. Wir haben also die Möglichkeit, die Gebühren ab 2013 zu senken. Über Art und Umfang werden